Hallihallo, ich habe mich hier bequem hingesetzt, zusammen wieder mit dem Daniel. Ist das schön. Oh, das ist ja herrlich. Toll, die Sonne scheint über Braun den Dächern. Werden wir auch gleich. Toll. Braun werden wir auch gleich. Ja, ich sitze schon eine Weile hier. Ach Gott, ich immer mit meinen blöden Witzen, ne? Ah. Naja, gut, was soll's. Die Leute kennen mich nicht anders. Ich muss jetzt ein bisschen aufholen. Okay. Und da frage ich dich gleich mal was. Und zwar wollte ich heute mit dir über ein ganz wichtiges Thema reden. Ich bin gespannt. Und zwar Frauen und Muskeln. Sehr schön. Ja, viele haben sofort jetzt hier ein negatives Bild und viele Mädels haben auch Angst, Muskulatur aufzubauen, weil sie denken, dass sie von heute auf morgen aussehen wie Schwarzenegger. Ist das immer noch so? Also erstens glaube ich, dass sich dieses Bild von einer muskulösen Frau doch sehr zum Positiven wandelt, habe ich so für mich den Anschein. Mhm. Weil es gibt ja immer diese Vorbilder, dieser Magermodels, also das ist, glaube ich, schon, also das ist, glaube ich, inzwischen bei relativ vielen Leuten out. Also man merkt ja, dass Fitness immer mehr ankommt in der Gesellschaft, dass immer mehr Menschen ein Stück weit auf ihre Gesundheit achten und ein Stück weit auf ihren Körper achten. Und wenn ich sehe, wie viele Mädels inzwischen auch richtig gut trainieren, auch bei mir im Fitnessstudio, dann muss ich sagen, glaube ich, dass sich dieses Bild auch ein Stück weit wandelt. Natürlich gibt es nach wie vor noch Mädels, die das Gefühl haben, Mensch, nee, ich will doch nicht so viele Muskeln haben. Aber ich glaube, dass die Mädels verstehen müssen, dass das gar nicht so schnell geht. Erstens haben Frauen bei weitem nicht den Testosteronspiegel, den nun mal wir Männer haben. Das heißt, beim selben Training, welches ein Mann absolviert und das mal angenommen, eine Frau würde Ähnliches trainieren, dann würde sie bei weitem nicht erstens das stemmen können, weil sie nicht diese Muskelmasse hat und zweitens würde die Umsetzung dann in Muskelmasse bei weitem nicht so schnell erfolgen wie bei einem Mann zum Beispiel. Also die Damen können genauso trainieren wie die Herren und ich finde, eine wohlgeformte, muskulöse Frau ist so wahnsinnig viel attraktiver als irgendwie so ein dürres Model. Also ich persönlich finde es so. Also du hast schon definitiv recht, dass sich das Bild langsam ändert, wirklich langsam. Aber dann das Umsetzen ist dann für die meisten schwierig. Also ich sehe auch teilweise immer noch sehr, sehr viele stundenlang auf dem Crosstrainer. Oh. Und es ist wirklich so, ihr müsst euch auch hier den ersten Schritt wagen und euch an die Gewichte trauen. Denn man möchte ja den großen Po und der besteht halt aus Muskeln. Man kann sich natürlich auch anfuttern, aber der ist natürlich nicht so sehr ansehnlich wie ein knackiger Po, der aus Muskeln besteht. Definitiv. Man muss, glaube ich, einfach so ein bisschen das ist old fashion, nur noch irgendwie auf Kardiogeräten zu strampeln. Ich sage mal, eine moderne Frau, die wirklich effektiv und gut und wie soll ich sagen, mit dem Ziel trainieren möchte, kurvig zu sein, die muss auch an die Geräte gehen oder die sollte an die Geräte gehen. Also du bist ja auch definitiv der Meinung, fit is the new skinny sozusagen. Fit is the new skinny, definitely. Definitely. Oh, eine schöne, wohlgeformte Frau. Das ist doch viel schöner als so ein Strich in der Landschaft. Aber ich meine, die Geschmäcker sind auch da verschieden. Aber ich als sportlicher Mann schaue mir viel, viel lieber sportliche Damen an, als jetzt, wie gesagt, sowas, wo jetzt nicht so viele Formen drin sind. Aber wie gesagt, jeder ist auch da anders. Aber ich meine, Victoria's Secret Models, die Victoria's Secret Models sind ja sind auch schlank, aber du siehst auch dort auf der Bühne, dass sich dort auch Formen auftun, ne? Definitiv. Also habe ich aber letztens ein Video, ein aktuelles aufgenommen, wo ich Heidi Klums Trainingsprinzip thematisiere. Bei ihr sieht man ja auch, dass sie was für sich tut. Oh ja. Sie hat eine schöne Struktur im Bauch, also man merkt, dass sie Sport macht und auf sich achtet. Sie hat auch, achtet auch auf ihre Ernährung, hat hier und da halt ihre Cheat Meals, aber man hat ja dann auch viel weniger Leid, weil bei dem Training muss man essen, um den Körper zu formen und nicht einfach auf Essen verzichten, was halt meistens dann mit Hungern einherkommt. Ja, ich glaube auch da ist es wieder wichtig, gutes Essen zu essen und dann kannst du so viel essen, wie du möchtest. Klar, hier und da sich auch mal was zu gönnen, ist, glaube ich, für die Seele auch ganz menschlich. Gut. Genau. Also kurvige Frauen, Daumen hoch. Ja, also geht in den Hantelbereich, trainiert auf Muskeln und euer Körper wird sich genauso verändern, wie ihr es haben wollt. Und das Bild ändert sich, Gott sei Dank, wir sind froh drum.
Und das ist ja auch nur, das ist ja, Entschuldigung, wenn ich noch mal ganz kurz dir ins Wort falle, weil schlussendlich ist es ja nicht nur bei dem Po so, sondern ich habe relativ viele Damen, die auf mich zukommen und sagen, Mensch, hier, schau mal meine Arme. Die Winkelarme, hier. Man winkt, dass hier unten so wackelt. Und dann sage ich mal, ja, du musst an die Gewichte, es reicht nicht, wenn du nur hier diesen Cross-Trainer machst. Ich will doch diese muskulöse Arme haben. Ja, aber Mädel, du willst doch eine Form haben. Und also musst du logischerweise ein gescheites Armtraining machen. Ja, genau, diese lockere Haut, oder? Auch eben Zellulitis oder eben straffe Haut geht auch damit sich eben die Muskeln füllen, diese Fettschicht darunter schmäler wird und es wird alles straff und knackig. Deswegen, Cardio schön und gut, aber das darf nicht der Hauptbestandteil sein. Erster Platz Muskeln, dann kommt Cardio. Und Ernährung ist sowieso immer mit dabei. Bin ich bei dir. Sehr gut. Wir sind einer Meinung und wir verabschieden uns, sonnen uns noch ein bisschen und sehen uns auch beim nächsten Video wieder.